willkommen zu einer neuen Folge von Strick und Fit hier auf YouTube, auf meinem Strick und Häkel Podcast. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen, egal ob ihr neu dabei seid oder ob ihr schon lange zuschaut, und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Anja, ich bin hier in Bayern, ihr seid hier in unserem Dachgeschoss, und hier nehme ich heute wieder auf, nachdem draußen eine Baustelle ist und ich nicht so gut heute Wohnmobil aufnehmen kann, weil es wahrscheinlich zu laut werden wird. Ja, ich hoffe, dass es heute mit dem Ton hier passen wird. Ich habe schon die Fenster zugemacht, aber es müsste eigentlich klappen, und ich freue mich, dass ich heute aufnehmen kann. Ja, also wie gesagt, herzlich willkommen an alle, die neu dabei sind und die hier vielleicht zufällig reingestolpert sind. Schön, dass ihr da seid, und schön, dass ihr da seid, die ihr schon lange zuschaut. Und ja, ich wünsche euch und uns jetzt eine schöne, unterhaltsame, ja, vielleicht halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ich weiß es noch nicht genau, ne? Wir schauen mal, wie lange es heute wird. Ich muss gucken, ich habe jede Menge heute für euch zu zeigen. Wer schon länger zuschaut oder meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich die letzten 4 Folgen aufgenommen habe. Das war so eine Art Zusammenfassung meiner Werke von 2023. Das waren 4 Folgen. Wenn ihr Lust habt, schaut da nochmal rein. Und heute geht es aber wieder um... Heute ist es wie eine normale Folge. Also, ich meine damit eine Folge, wo ich euch Fortschritte zeige an Dingen, die ich gestrickt und gehäkelt habe in der letzten Zeit. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass ich den letzten Podcast hochgeladen habe, und deshalb ist auch entsprechend viel passiert. Ja, okay, wir starten doch sofort. Und ich habe auch nur einen Teil der Sachen dabei, die ich so gemacht habe in letzter Zeit. Ich will euch nicht überfordern. Es ist einfach wieder recht viel geworden, und es ist auch jede Menge dabei, was ihr noch gar nicht kennt, und es ist auch wieder mehr Gestricktes dabei. Also für alle Strickerinnen unter euch, die können sich schon mal freuen, dass wieder Gestricktes dabei ist. Okay, also lang geredet, es geht auch gleich los. Was habe ich an? Ich habe heute an meinen Pinky Sweater, den habe ich euch in der letzten Folge in der letzten Folge gezeigt. Das war ja die letzte Folge dieses Vierergespanns, was ich alles in 2023 fertiggestellt habe. Und da habe ich den ganz am Ende gezeigt. Es ist vielleicht auch ein bisschen untergegangen. Der ist halt fertig, und die Anleitung ist auch schon online. Falls ihr es noch nicht gesehen habt oder mitbekommen habt, wollte ich euch das einfach auch nochmal sagen. Also, mein Pinky Sweater, ein neues Teil im Granny-Muster. Ich stehe mal kurz auf. So sieht der aus. Ja, und da könnt ihr sehen, das ist ja diese interessante Konstruktion, die ich mir ausgedacht habe. Sieht auf der Rückseite ein bisschen anders aus. Drehe ich mal um. Ups. So. Bin ich fast umgekippt, weil ich so komisch in der Hocke hier sitze. Ja, und... also wie gesagt, Granny-Muster, meine große Leidenschaft in diesem Sommer gewesen oder im Herbst. Und da einfach nochmal umgesetzt mit diesen schönen Bobbeln von der Katrin, Katrinchen Kirschblüte, die sie mir zur Verfügung gestellt hatte. Und da habe ich ja 2 Bobbel gegeneinander laufen lassen. Und da seht ihr, das sind so, das ist praktisch die eine Farbe, das Rot und das Grün, und das Pink und dieses Fliederfarben ist der andere Bobbel. Ich habe da jetzt auch nicht mehr so viel von. Ich habe das auch schon ein paar Mal gezeigt. Könnt ihr noch mal in der letzten Folge schauen, ziemlich am Schluss. Da zeige ich noch mal das ganze Teil so im Detail und erkläre auch die Konstruktion. Also da könnt ihr einfach noch mal schauen, ob das eine interessante Konstruktion für euch ist. Für alle, die gerne häkeln, ist es sicher ganz spannend, einfach mal in verschiedene Richtungen zu häkeln und sich dabei mit den Farben so richtig auszutoben. Also der Pinky Sweater, die Anleitung, ist von mir erhältlich auf den üblichen Plattformen wie Ravelry, Crazy Patterns, Etsy und so weiter. Ihr wisst es. Ich verlinke euch wie immer alles unter diesem Video. Ihr wisst es, in der Videobeschreibung findet ihr immer alle Links zu allen Anleitungen, die ich euch hier zeige. Ich zeige euch eigene Anleitungen, und ich zeige euch auch natürlich Anleitungen,
was ich von anderen Designern gestrickt, gehäkelt, gewerkelt habe. Okay, also das habe ich euch gezeigt. Und womit machen wir denn weiter? Ja, ich mache mit was weiter, was, wieso komme ich denn so nah? Was ich euch sonst gar nicht so oft zeige. Also eigentlich quasi fast überhaupt nicht. Und zwar habe ich Socken gestrickt. Ich habe Socken gestrickt für meinen Mann, der hatte Geburtstag Anfang Oktober. Und ich habe mich überwunden. Ihr wisst es, ich bin überhaupt keine leidenschaftliche Sockenstrickerin. Und ihr habt bei mir einmal Yoga-Socken gesehen. Das war ziemlich am Anfang in einer sehr frühen Folge. Die waren aber gehäkelt. Und ich habe nochmal Socken gestrickt. Damals, vor ein paar Jahren. Weiß gar nicht, ob ich euch die gezeigt habe. Ich hatte die dann Weihnachten verschenkt. Und jetzt habe ich die Socken eben für meinen Mann gestrickt. Ein Liebesbeweis, weil ich das nicht gerne tue und es trotzdem getan habe. Aber ich habe Dickerchen gestrickt, also richtig dicke Socken. Und ich zeige euch die mal. Ich zeige euch mal einen. Also noch ungetragen, ne? Obwohl 7.10. hatte er Geburtstag. Und er durfte sie aber eigentlich noch nicht anziehen. Ne? So. Kann ich getragene Socken zeigen. Also diese Dickerchen habe ich gestrickt. Ich habe mir einfach, weil ich ja jetzt da nicht so firm bin im Sockenstricken, habe ich mir verschiedene Quellen zusammengesucht, wie man das macht oder wie man es machen kann. Und ich hatte auch von einer lieben Strickfreundin aus dem Stricktreff hatte ich auch Unterstützung, beziehungsweise habe da einige Unterlagen, Dateien bekommen mit ganz vielen Tipps und Tabellen und so. Also nochmal vielen lieben Dank. Das hat mir alles sehr geholfen und da habe ich mir jetzt so mein Sockenrezept zusammengewürfelt. Also ich habe 48 Maschen angeschlagen mit Nadelstärke 3,5. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mal sowas sage in der Kamera. Und ja, habe hier oben einen Bündchen gemacht, drei rechts, eins links und auch gar nicht so einen langen Schaft oben. Und dann habe ich gemacht eine Herzchenferse. Entschuldigt bitte meine Stimme, die ist ein Jahr nach Corona immer noch nicht gut. Und habe hier vorne dann eine Bändchenspitze gemacht. Hier oben drauf gibt es ein ganz einfaches Perlmuster, das habe ich einfach nur so gemacht, damit es nicht so langweilig aussieht. Ja, finde ich ganz nett. Und ja, ist der zweite Socken. Ist eine Größe, ungefähr eine Größe 42, sowas. Die sahen nach dem Stricken ziemlich so ein bisschen schrumpelig aus und ich habe die dann gewaschen. In der Waschmaschine, im Wollwaschprogramm, 30 Grad. 30 Grad sind das, oder? Genau, Wollwaschprogramm. Komischerweise, ich weiß nicht, wie euer Wollwaschprogramm ist. Es geht über eine Stunde, ich glaube eine Stunde, 3 Minuten oder so, kann man auch nicht verändern, die Zeit. Finde ich jetzt ziemlich lang für ein paar Socken. Ich habe noch irgendwas dazu reingeschmissen, irgendwas aus Wolle, ich weiß es nicht mehr, damit die nicht so alleine kreisen in der Trommel. Wollwaschmittel, genau. Und was wollte ich dazu? Ach so, die sind leider etwas größer geworden. Also sind nicht mehr so verschrumpelt, was gut ist, aber sie sind auch bestimmt einen Zentimeter länger geworden. Also ich vermute mal eine Schuhgröße mehr. Aber gut, es sind ja nur Bettsocken, Quatsch, Couchsocken. Und insofern ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn die ein bisschen größer sind. Ja, ich habe die gestrickt aus zwei Sockengarnen, die ich zusammengehalten habe. Und zwar zum einen die Opal 100 Wasser Edition, also schon ein älteres Exemplar. Die vier Einsamkeiten. Also Sockenwolle, die. Und dazu habe ich genommen hier. Und das ist eine Aldi-Sockenwolle. Es gab beim Aldi mal, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder so gab es mal so ein Päckchen, da war drin die und dann ist so ein
grau-beige dazu und ich glaube, es waren auch Sockennadeln dabei. Also das war so ein Set, ne? Und die ist auch ziemlich dünn, also das ist jetzt nicht so toll, aber ich habe, also nicht so toll, ist aber so blöd, ne, zum Geburtstag gestrickt und nicht so tolle Wolle genommen. Aber ich habe die ja praktisch doppelt gehalten mit der hier und die hat einfach gut gepasst. Und ich hätte jetzt keine gehabt, die so gut dazu gepasst hätte. Deshalb habe ich die jetzt einfach dazu genommen. Ich wollte daraus jetzt auch nichts anderes stricken, weil die ja einfach, wie gesagt, jetzt auch ziemlich dünn ist und wahrscheinlich nicht sonderlich hochwertig. Ist aber eine normale Zusammensetzung. 75 Schurwolle Superwash und 25 Polia mit Lauflänge 210 Meter auf 50 Gramm. Genau, so. Ja, und das ergibt diese schöne Färbung, wie ich finde. Diese Kombination hat mir gut gefallen. Ja, er hat sich sehr gefreut und zumindest hat er es gesagt. Ja, also ein paar Socken fertig. War auch ziemlich schnell fertig, also meine Qual war nicht ganz so groß, wie ich befürchtet hatte, aber ich war trotzdem froh, als ich sie fertig hatte. Ja. So, das war das. Und jetzt kommen wir zu meinem Elefanten im Raum, von dem ihr leider nur die Hälfte sehen könnt. Das ist mein wunderschöner, wie ich finde, roter Pullover, der auch jetzt fertig ist. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das am besten mache. Ich kann nämlich diese Puppe nicht tiefer stellen, muss ich das weiter wegstellen. Oh, wie mache ich denn das? Moment. Ist auch nicht so dolle, ne? Ich nehme das mal runter von der Puppe. Moment. So. Okay. Ein bisschen beiseite. Ups, Entschuldigung, falls es laut war. Also. Dieser schöne rote Pullover, den ihr ja schon in verschiedenen Fortschrittszuständen gesehen hattet, ist fertig. Ja, und das ist auch ein Entwurf von mir. Eine, wie immer, natürlich ja, nahtlose Konstruktion von oben nach unten gestrickt. Ich habe das auch schon mal erklärt. Ich erkläre es jetzt nur noch mal kurz. Das ist die Rückseite. Die ist glatt rechts und man strickt erst das. Also man beginnt hier oben mit einem Maschenanschlag in der Breite des Körpers. Und dann strickt man eben nach unten, bis die Höhe des Armausschnitts erreicht ist. Legt dann die Maschen still und dann strickt man oben, lässt dann praktisch die Breite des Halsausschnittes frei und strickt dann hier runter und verbindet dann, beziehungsweise schlägt, also nimmt hier Maschen auf, nimmt hier Maschen auf, schlägt in der Mitte die Maschen für den Halsausschnitt an und strickt dann auch nach unten in der gleichen Höhe wie der Ärmel, also wie die Rückseite, und dann verbindet man zur Runde. Also eine ganz klassische Konstruktion, wie ihr sie von mir und vielen anderen Anleitungen auch kennt. Und bei dem Vorderteil wird eben dieses schöne Lochmuster hier eingestrickt, das sich dann hier unten figurfreundlicherweise, wie ich finde, in diesem Längsmuster verlängert. Also das gefällt mir richtig gut, weil das einfach auch strickt. Denn der Pullover ist relativ boxy, das wollte ich auch so haben, also kastig auf Neudeutsch. Und hat dann hier unten ein Bündchen, also ein schlichtes Rechts-Links-Bündchen, weil ich da jetzt auch nichts Auffälliges machen wollte, damit das Muster eben oben gut zur Geltung kommt, denn der Fokus liegt ja auf diesem Muster. Ja, und dann hier, die Ärmel werden angestrickt und glatt runter mit in diesem Fall wenigen Abnahmen nur, weil ich die Ärmel gerne schmal haben wollte, weil die Form des Körpers ja schon ziemlich weit ist und eben dann der Ärmel nicht auch noch weit sein sollte. So, und hier unten habe ich ein geteiltes Bündchen gemacht. So, genau, damit das auch nicht irgendwie aufstippt auf dem Po oder so, dann finde ich das immer ganz nett, wenn das so ein bisschen auseinanderklafft, aber nicht so, dass es eben komisch aussieht. Ne? Also ich finde das sehr nettes und nettes Feature noch.
Ja, und der Ausschnitt ist ein U-Boot-Ausschnitt. Genau. Passt mir wunderbar. Es wird dazu auch eine Anleitung geben, aber das dauert noch ein bisschen, denn es gibt erst noch eine andere Anleitung, die noch in der Pipeline ist. Und sage ich gleich noch was dazu. Okay, also dieser Pullover ist fertig und jetzt habe ich gestrickt. Wisst ihr vielleicht schon, habe ich schon ein paar Mal gezeigt und das ist die schöne Alino. Und die hat mir lieberweise die Miriam von Wolleprofi zur Verfügung gestellt. Ein sehr, sehr schönes Garn, wie ich finde, und in diesem tollen Kirschrot. Das ist die Farbe 16 und das sind 50% Leinen und 50%, zitter ich denn so, und 50% Baumwolle. Ich finde es sehr schön zu verstricken. Es ist ein bisschen anders vom Strickgefühl her, wie jetzt zum Beispiel Wolle, also Wolle, weil das Wolle noch sehr dehnbarer ist und das ist aber sehr angenehm. Also gerade wo es jetzt so warm war, war das toll zu stricken, also für die Hände nicht so plüschig irgendwie. Also mir hat es großen Spaß gemacht, das zu verstricken. Also von BC Garn ist es, ne? Genau, habt ihr gesehen. Farbe 16, 125 Meter auf 50 Gramm. Und ich habe jetzt nicht gewogen, wie viel das sind. Dadurch, dass er eben sehr weit geschnitten ist, braucht man auch ein paar Knäuel. Aber ja, die ist ja bezahlbar, die Wolle. Und ihr bekommt sie bei mir ja im Shop. Wie gesagt, Wolleprofi, habe ich schon gesagt. Und ihr bekommt mit dem Code ANJA10 dauerhaft 10% auf alles, was ihr bei ihr im Shop, im Etsy-Shop kauft. Also finde ich ganz toll. Also nochmal vielen Dank, liebe Miriam, für den tollen Code. Und ich glaube, ich habe ihn auch hier eingeblendet. Also 10% auf alles, was ihr bei ihr im Etsy-Shop erwerbt. Gut, also wie gesagt, die Anleitung wird irgendwann demnächst kommen, wenn das interessiert. Und ich zeige euch dann den Pullover auch nochmal, damit ihr dann wisst, wovon ich spreche. Und dann gibt es auch Tragefotos natürlich. Was ich noch sagen wollte, das kann man auch wirklich prima im Spätherbst oder auch Winter anziehen, weil das, ich finde, das ist so, das macht so ein gutes Klima. Also nicht jetzt hier so, sondern so für einen selber, ne? So, ich trage sehr gerne auch im Winter was mit Baumwolle oder Leinen, weil ich das einfach von der Körpertemperatur, das gleicht sich so gut an, ne? Also das macht das irgendwie so angenehm zu tragen. Und deshalb finde ich, dass das auch für kältere Temperaturen geeignet ist. Und man kann ja auch was drunter ziehen, ne? Dadurch, dass es sehr weit ist. Ich habe zum Beispiel hier auch so ein lang- oder beziehungsweise dreiviertelärmeliges Shirt drunter. Passt sowas hier auch drunter. Und aber das zeige ich euch dann nochmal, wenn die Anleitung da ist. Und dann zeige ich euch eben auch, wie es angezogen aussieht. Gut, also jetzt stellen wir mal die Puppe beiseite, weil die brauchen wir jetzt dann doch nicht, denn die passt irgendwie nicht ins Bild. Ich finde das immer so toll, wenn das andere so machen mit ihrer Puppe, aber ich kriege das hier irgendwie logistisch nicht hin. Gut. Okay, wie machen wir weiter? Ich habe noch was fertig. Das kennt ihr noch gar nicht. Zwar hat mich eines Tages der Rappel gepackt und ich habe gedacht, ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, ich muss eine Hexagonjacke häkeln. Frag mich nicht warum. Das geisterte ja jetzt so durch die Medien und durch die Strickwelt und Häkelwelt, besser gesagt. Und viele haben sowas ja, gehäkelt. Auch jetzt gab es vor ein paar Monaten, war das, glaube ich, von der Kiko. Kikos Strickschule, ne, heißt ihr Podcast, glaube ich. Da hat sie auch ja zu einem Crochet-Along, also zu einem gemeinsamen Häkeln aufgerufen, einer Hexagonjacke, ist schon eine Zeit lang her. Kann sein, dass da einige von euch auch mitgemacht haben. Und auch die Katrinchen Kirschblüte, hat ja auch auf ihrem Kanal mehrere Tutorials und Anleitungen, wie man so eine Jacke und ich glaube auch einen Pullover häkelt. Ja, und ich habe mich aber jetzt an keine spezielle Anleitung gehalten. Ich habe das für mich
nach meinem Gusto so gehäkelt, wie mir das jetzt gefallen hat. Ich weiß nur, wie das, oder ich habe mir nur das Prinzip angeschaut, beziehungsweise wusste ich schon, wie das Prinzip geht, und danach habe ich eben gehäkelt. So, und es sieht so aus. Gott, ist die Kamera total wild aus, ne? Wie immer ist es schwierig, eine Jacke mit Kapuze auf dem Bügel zu zeigen, weil die ganz leicht runterrutscht. Also, so sieht meine Hexagonjacke aus. Und sie hat, wie gesagt, hinten eine Kapuze. Und das unterscheidet sie, glaube ich, jetzt von einigen anderen Hexagonjacken, die es so gibt. Sieht jetzt total interessant aus hier zusammen. Ja, und was soll ich sagen? Es hat mir Riesenspaß gemacht, die zu häkeln. Und die war auch relativ schnell fertig, was natürlich wieder dem geschuldet ist, dass ich dann immer so einen Rappel kriege und denke, ich muss jetzt, oh, ich muss weiter häkeln, weiter häkeln. Und so war das nämlich hier auch. Ja, und deshalb ist die, ich weiß gar nicht, in einer Woche oder so fertig gewesen ungefähr. Ja, ein bisschen bekloppt, ich weiß schon. Aber so ist es, ne? Ich stehe dazu, dass ich ein bisschen bekloppt bin. Normal ist ja langweilig. So, und ihr seht, das ist dieses typische Hexagon-Prinzip. Das kann man ja auch anhand der Streifen sehen, ungefähr wie das gehäkelt wird. Oder ihr wisst es vielleicht auch. Man häkelt zwei Hexagons, das heißt zwei Sechsecke, nach dem Prinzip, wie man ein Granny Square häkelt. Ein Granny Square hat ja Square vier Ecken und ein Granny Hexagon hat dann eben sechs Ecken. Und wenn man das häkelt, in dem typischen Granny-Muster, dann wird das so ein bisschen wellig. Und dann denkt man so, ah, ne, komisch und so. Aber es hat dann sechs Ecken und man legt das dann so zusammen, dass es ein L ergibt. Und wenn man das L, wenn man das zu einem L gefaltet hat, ist das total glatt und plan. Und dieses L ist eben dann das hier. Also sprich eine Hälfte dieser Jacke. So, und dieses Hexagon häkelt man eben so lange, bis man, oder ich habe das so gemacht, bis ich die Ärmelweite erreicht habe. Also man klappt das ja zusammen und hat dann sozusagen ja diese Ärmelhöhe. Und als ich die erreicht hatte, das war sozusagen der erste Faktor, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich praktisch in die Richtung aufhören zu häkeln und habe dann nur noch an den, also das Hexagon hat ja sechs Seiten, ich habe dann nur noch an den restlichen drei Seiten hier, und dann hinten wieder hoch weiter gehäkelt. So, und zwar so lange, bis ich dann die Breite der Jacke erreicht habe. Das war mein nächstes Maß, was ich erreichen wollte. Und als ich die Breite erreicht hatte, habe ich dann erstmal das so gelassen und habe das zweite Hexagon gehäkelt. Genau. So, ich zeige es nochmal von hinten. Das zweite habe ich genauso gehäkelt und dann in der Mitte am Rücken mit auch einem Granny Stitch zusammengehäkelt. Also das ist so ein Join as you go. Da gibt es auf YouTube auch verschiedene Tutorials, wie man das macht. Also das muss man nicht mit Kettmaschen, also kann man zusammennähen oder mit Kettmaschen zusammenhäkeln, aber ich habe es eben mit Granny Maschen zusammengehäkelt, damit man das im Prinzip gar nicht so richtig sieht. Ja, und dann der dritte Schritt war dann, als ich dann beide Hexagons zusammengefügt habe am Rücken, habe ich dann hier unten noch, um noch mehr Länge zu erreichen, denn ich wollte das länger haben, habe ich unten noch dran gehäkelt. Ne, im Prinzip dieses Stück hier. Genau, so, und ja, und dann war die Jacke eigentlich fertig. Nee, Quatsch. Dann habe ich noch die Ärmel verlängert, denn die Ärmel waren jetzt erst so, weiß ich nicht, so zwei Drittel lang ungefähr. Und dann habe ich die Ärmel noch entsprechend verlängert. Ja, und der letzte Schritt war dann, ich habe diese Kapuze angehäkelt. Ein Granny Square in diesem Fall, dass ich dann noch ein bisschen verbreitert. Moment, habe ich das verlängert oder verbreitert?
Also ich habe das dann noch in eine Richtung etwas hier noch was angehäkelt, weil die Kapuze kein Quadrat ist, sondern ein Rechteck. Und ja, habe die dann auch mit diesem Granny-Stich-Sitch dann hier angehäkelt, sodass man keine Nähte im Prinzip sieht. Oder es gibt ja auch keine Nähte. Es ist alles quasi Schritt bei Schritt, Schritt nach. Schritt für Schritt, Step by Step, so zusammengehäkelt. Ja, und ich finde sie ganz toll. Sie ist weit, also auch die Ärmel sind relativ weit, aber ich finde das ganz schön. Das ist für zu Hause speziell echt so ein toller Überwurf. So gefällt mir total gut. Und ich habe verwendet verschiedene Rosa- und Grau-Garne. Also das ist zum Teil die Sheepy Stonewashed, was ich noch hatte. Und es sind aber auch so Baumwollmischgarne, die so ein bisschen meliert sind. Moment, wo haben wir es? Hier so, ne? Damit das so ein bisschen lebendig wird. Ja, was ich ganz lustig finde, ist, dass in der Mitte von der Kapuze jetzt dieses Blümchen da quasi ist, ne? So. Ja, also meine Hexagonjacke ist fertig. Und ob es dafür eine Anleitung gibt, weiß ich noch nicht. Also jetzt auf jeden Fall sofort nicht. Und ansonsten, wenn ihr das nachhäkeln möchtet, werdet ihr überall im Netz fündig und könnt euch auch so eine Jacke häkeln, wenn euch das gefällt. Ich brauche immer Farbe, ihr wisst es. Und gerade im Winter brauche ich noch mehr Farbe. Okay. Wir kommen wieder zu was Gestricktem. Ich habe. Mache ich denn weiter? Ich nehme an zwei Knitalongs teil, also so im kleinen Kreis mit der Strick, mit zwei Strickgruppen. Und ich habe hier meine Version des einen Teils, was wir zusammen stricken. Und zwar ist es die, habe ich euch glaube ich noch gar nicht gezeigt. Das ist die Great Love von Anke Strick. Das stricken wir zusammen und ich glaube, alle außer mir sind schon fertig, aber kein Wunder, wenn ich hier so viele Sachen habe. Ne? Ja, aber bei uns war es ja auch, vielleicht bei euch auch, relativ lange noch warm in den Oktober hinein und ich konnte das einfach nicht stricken. Das war mir viel zu warm an den Händen. Es waren ja noch weit über 20 Grad, zum Teil fast an die 30 und das war mir echt zu warm. Ich hatte da nicht so Lust zu und. Da das Garn ein bisschen flauschig ist, ich habe ja, wie ihr hört oder wisst, diese Probleme noch mit meinen Atemwegen, hatte ich ein bisschen so, obwohl das keine fliegenden Härchen sind, irgendwie trotzdem das Gefühl, es tut mir jetzt gerade nicht gut mit dem Stricken von sowas Flauschigem. Ja, und deshalb bin ich da noch nicht sehr weit, aber ich möchte euch trotzdem zeigen, wie weit ich bin, auch wenn das schwierig ist zu zeigen, denn diese Konstruktion ist, wie ihr vielleicht wisst, relativ speziell. Der Great Love ist von, wie gesagt, von Anke Strick ein Cardigan mit einem Schalkragen. So, und ich versuche mal zu zeigen, was ich zeigen kann. Ich zeige es mal von hinten. Also, das ist die Rückseite und das ist schon mal der Schalkragen, der hier praktisch seitlich runtergeht und in diese halb umgeklappte Blende dann übergeht. Hier oben seht ihr das Rückenteil. In diesem Rechts-Links-Muster. Ja, hier ist noch irgendwie ein Loch. Ne? Ich weiß nicht, über Maschen aufnehmen. Ist das entstanden? Das muss ich dann noch zunähen. Hier auch dann. Das gefällt mir nicht so gut, aber irgendwie weiß ich nicht, wie das passiert ist. Oder ich habe es genau gemacht, wie in der Anleitung stand. Ja, und man strickt erst. Wie waren das? Diesen Schalkragen da von rechts, also hier lang und dann hier lang. Und dann nimmt man irgendwie an den Kanten Maschen auf und ach, das ist. Am Anfang habe ich gedacht, so, was ist denn das für ein komisches Ding? Ne? Das sah aus wie so ein Elefantenschlüpfer. Ich weiß es nicht. Ne? Ich wusste nicht so richtig, was ich stricke. Und das hat mir als Kontrollfreak nicht so gefallen. Die Anleitung ist gut, also wirklich kein Thema. Man muss schon etwas
finde ich, Strickerfahrung haben. Und man muss genau das stricken, was da steht. Ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht, dass ich so weiß oder dass da steht, was ich gerade mache. Das hat mir ein bisschen gefehlt, weil ich brauche das. Ne? Ich muss immer wissen, warum mache ich gerade was. Weil ich bin niemand, der einfach so Masche für Masche strickt und ohne zu wissen, was dahinter hinten rauskommt und wozu das jetzt gut ist. Ja, und aber dennoch, also eine ausführliche, wunderbare Anleitung gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und wir haben zum Glück in der Gruppe die Christiane dabei, die diese Jacke schon jetzt zum dritten Mal gestrickt hat. Und sie wusste immer Rat und wusste genau, wenn wir Fragen hatten, was wir tun müssen. Also nochmal vielen Dank. Das war sehr hilfreich auf jeden Fall. Ja, und jetzt stricke ich dann nach unten und da kommen dann auch noch Taschen dran. Da habe ich ein bisschen Respekt vor. Ich werde wahrscheinlich die Taschen etwas anders machen als angegeben. Denn Christiane hat bei ihren ersten beiden Exemplaren die Taschen so gestrickt wie angegeben. Und die waren so ein bisschen nicht so ganz glatt dann drauf, ne, so ein bisschen wellig oben. Und ich muss jetzt nicht an der Anleitung liegen, will ich überhaupt nicht behaupten. Aber ich werde dann auch auf ihren Rat hin die Taschen wahrscheinlich etwas anders machen. Ja, aber bis dahin ist noch etwas Zeit. Das heißt, ich muss erstmal nach unten stricken und hier werden auch noch dann während des nach unten Strickens irgendwie an dem Schallkragen so ein paar Abnahmen gemacht, dass der hier oben von der Breite her dann so ein bisschen schmaler nach unten geht. Jo. Es ist kein, also ich glaube, dass das Ergebnis sehr, sehr schön werden wird, aber es ist kein Projekt, wo man mal eben so beim Fernsehen gemütlich stricken kann, für mich. Also ist meine Einschätzung, weil es passiert immer irgendwie in jeder Reihe irgendwas und man hat ja auch dieses Muster hier, wo man so ein bisschen aufpassen muss, das ist total einfach, aber es versetzt sich dann immer nach zwei Reihen wieder und dann muss man halt immer gucken, dass man sich nicht verstrickt. Und insofern bin ich jemand, ich habe mir die Anleitung ausgedruckt und ich muss immer Striche machen, ich muss immer abhaken, wo ich bin. Und wenn ich eine Zeit lang nicht gestrickt, dann muss ich mich wieder reinfinden. Also für mich ein relativ kopflastiges Projekt und deshalb kann ich da auch nicht immer dran stricken. Ich stricke das aus der Drops Air, die ich dazu sehr gut finde, weil die Volumen hat und weich ist und leicht ist. Ein bisschen verknittert, Entschuldigung. Drops Air kennt ihr. Es ist auch nicht direkt ein Schlauchgarn, aber ja, so ein bisschen was Aufgeplustertes. Doch, ein Blow-Yarn steht hier. Ein aufgeblasenes Garn. In der Farbe 30, das ist so ein Seegrün, Salbeigrün, irgendwie sowas dazwischen. So ein bisschen meliert. Und empfohlen wird Nadelstärke 5. Ich stricke auch mit 5, oder? Ja, müsste eine 5er sein, oder eine 4,5er, glaube ich, ist es. Ich kann es leider nicht mehr sehen, weil meine Holznadeln haben wieder die Beschriftung verloren inzwischen. Nachdem ich da so viel dran rumgrabbel, geht das natürlich immer weg. Ihr wisst es. 150 Meter auf 50 Gramm. 65% Alpaka, 28% Polyamid, 7% Wolle. Ja, also die meisten von euch werden das kennen. Das hatte ich auch gekauft, weil das zu der Zeit im Sommer irgendwann im Angebot war. Und da habe ich natürlich dann zugeschlagen, weil ich dachte, ja, klar, erst dachte ich, ich nehme Wolle aus meinem Vorrat, ich nehme doppelfädig. Aber ich bin froh, dass ich jetzt nicht doppelfädig gestrickt habe, weil das hätte das Ganze noch verkompliziert und wäre sicher auch insgesamt dann schwerer geworden. Insofern bin ich jetzt mit dem Garn sehr zufrieden, sehr glücklich und ich freue mich natürlich, wenn die Jacke fertig ist.
Aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern, denn die Ärmel müssen ja auch noch gemacht werden. Also, wie gesagt, irgendwann wird das Teil fertig und meine Strickkolleginnen haben sehr, sehr schöne Sachen gemacht. Also die haben das ganz toll gestrickt in ganz verschiedenen Farben und Heike hat sogar noch Blümchen appliziert, Häkelblumen, also echt super. Gut.